Guten Abend, liebe Gäste des Theaters. Mein Name ist Antje Boitius und ich bin Polar- und Tiefseeforscherin. Das ist ein besonderer Beruf, finde ich. Er erlaubt einem, die Weltmeere zu besegeln, und das tue ich jetzt schon seit über 30 Jahren. Mein Beruf ist es, abzutauchen zum Boden der Meere, auch hinzuschauen unter dem Eis nach dem Leben, das sich auf der Erde befindet, das wir gar nicht kennen. Das ist eine große Aufgabe, weil wir wahrscheinlich 90% des Lebens auf der Erde nicht kennen. Und zu meinem Beruf gehört es eben, diesem Leben in gewisser Weise eine Stimme, einen Platz zu geben, zum Beispiel dadurch, dass ich es identifiziere, es beschreibe, ihm einen Namen gebe. Ich kümmere mich besonders um die kleinsten Lebewesen, die Mikroorganismen, aber auch um unbekannte Landschaften. Mittlerweile bin ich allerdings auch Direktorin des größten Polar- und Meeresforschungsinstituts Europas, hier in Deutschland, in Bremerhaven. Und ich bin in vielen verschiedenen Akademien, und auch dort ist eigentlich der Auftrag, den Meeren, den Polarsystemen, gerade unter den Herausforderungen des Klimawandels eine Stimme zu geben. Als ich die erste Expedition gemacht habe, vor über 30 Jahren, da war es hintereinander, ich war ganz wild auf Seefahren, hintereinander war ich im Atlantik, im Pazifik, dann im Indischen Ozean. Und auch damals ist mir schon aufgefallen, als ich studiert habe, als ich darüber nachgedacht habe, was für Forschungsprojekte denke ich mir aus, um überall hinzukommen und bloß so wenig wie möglich im Institut zu sitzen, da ist mir aufgefallen, dass die Probleme, die mir beigebracht wurden als große Fragen, neben dem Entdecken, was ich eigentlich hauptsächlich machen wollte, doch sehr viel schon mit menschlicher Einflussnahme auf die Ozeane, auf die Polarregionen zu tun hatten. Das hat mich gewundert damals. Ich war mehr so aus den Ideen Jules Vernes gekommen, dass dort unten ein fantastischer, unberührter, paradiesischer Lebensraum ist. Aber tatsächlich war mein erster Hohl, mein erster Netzfang aus dem Pazifik voller Zivilisationsmüll. Da dachte ich, ich habe ja unglaubliches Pech, als Studierende der Meeresforschung voller Hoffnung gleich was Tolles zu finden, dass ich dann erstmal Müll finde. Und damals war es eben noch nicht klar, dass das einfach nur bedeutet hat, dass jede Stichprobe schon Schmutz zum Vorschein bringen muss. In der Arktis bin ich durchs dicke Eis gefahren. Damals, in 1992, war noch nicht klar, wie schnell es schwinden wird. Es gab erste Anzeichen. Niemand hat sich getraut zu sagen, das ist ein Trend. Wissen Sie, diese Situation, also entdecken zu müssen, weil wir so wenig wissen über unsere Erde, aber gleichzeitig auch schon so viel zu wissen, das begleitet mich deswegen mein Leben lang schon. Dieser Kampf um die Frage, wozu denn dieses Wissen? Ich liebe das Entdecken von Unbekannten, die Begegnungen mit Tintenfischen der Tiefsee, wenn man im U-Boot sitzt und da guckt so ein fremdartiges Wesen, so fast wie ein Alien, da rein, weil da ein bisschen Licht rausscheint. Und diese Verbundenheit, dieses Gefühl der Vernetztheit mit dem Leben, was zur Erde gehört, was auch in vielerlei Hinsicht mit uns verbunden ist. Das ist mein größtes Anliegen, das zu erforschen, wie vielfältig eben und wie stark diese Netzwerke sind. Als ich geboren wurde 1967, da waren es noch 320 Anteile von Kohlendioxid per Million Luftmoleküle, trockener Luft. Heute sind es 100 Millionen Anteile mehr. Wir sind bei 420 in 30 Jahren. Und wir haben in der ganzen Forschung, die wir seitdem gemacht haben, sehr, sehr klar aus den Erdarchiven, den Eisarchiven erkannt, was für uns eine gute Erdzeit ist, das sogenannte Holozän, seit der letzten großen Eiszeit. Wir wissen also, wie viel CO2 in der Atmosphäre gut für uns Menschen ist und das Leben, was wir lieben, mit dem wir zusammenleben, zusammen die Erde bewohnen. Wir können uns keine weiteren 100 Anteile leisten in den nächsten 30 Jahren. Wir haben noch genau 30, ein Drittel der Zeit, meiner Lebenszeit, bevor wir die sogenannte 2-Grad-Erwärmungsgrenze überschreiten. Die will niemand überschreiten. Kein Staat der Erde möchte das, weil dahinter doch Chaos liegt, Zerstörung, Verlust, Verzicht in unvorstellbarer Weise. Wie ist das aber möglich? Woher kommt das? Was war das alles ein Übersetzungsproblem? Haben wir nicht genug Wissen gehabt? Haben wir Wissenschaftler vielleicht schlecht, schwer und unverständlich gesprochen?
Ist es unsere Schuld, dass dieses Wissen nicht an die Menschen gekommen ist, nicht in die Politik gekommen ist? Denn wir Menschen können doch eigentlich Probleme lösen, die wir selber machen. Wir konnten mit dem Ozonproblem gut umgehen. Wir haben auch unsere Flüsse und die Nordsee eigentlich wieder sauber gekriegt, nachdem zum Beispiel Phosphat aus den Waschmitteln genommen worden. Also wo ist das Problem, wenn man das Wissen doch hat? Warum scheint es immer noch nicht die richtigen Lösungen zu geben? In 1995 schrieb Klaus Hasselmann, der ja gerade den Physik-Nobelpreis bekommen hat für diese Forschung, dass der menschengemachte Anteil am Klimawandel eindeutig mathematisch nachzuweisen sei. Und danach begannen die Zeiten der großen internationalen Verhandlungen. Die Millenniumsziele, Pariser Klimaabkommen, die UN-Klimakonferenzen, bald ist wieder eine in COP, die sogenannte COP26 in Glasgow, wo wieder einmal alle Staaten zusammenkommen und vortragen, was sie tun werden, zu dieser harten Deadline, die im Pariser Klimaabkommen angelegt worden ist, damit wir ein ganzes Stück weiterkommen, wir Menschen. Aber das CO2 steigt weiter an. Für einen kleinen Moment hat die Pandemie, hat ein Virus schon die CO2-Emissionen abgesenkt, wie es alle großen Krisen tun. Aber jetzt geht es ganz schnell wieder hoch. Wir können ganz genau ausrechnen, wir Wissenschaftler, wie viel Platz haben wir noch in der Atmosphäre und auch ganz genau sagen, was das Problem ist, nämlich das Verbrennen fossiler Brennstoffe, die vor Millionen von Jahren entstanden sind und rausgenommen worden sind aus dem Kreislauf der Haut der Erde, die wir aber wieder zurückgeben. Was mich so berührt dabei, ist eben dieses Netzwerk des Lebens um uns herum. Ich habe erforscht, dass es Mikroorganismen am Boden der Meere gibt, kleine Einzeller, die fressen Methan. Denen zahlen wir keine Steuern. Wir haben eigentlich gar nicht so einen direkten Kontakt zu denen, außer dass wir sie beforschen und welche von denen auch im Labor haben. Aber was die tun, ist weltweit seit wirklich Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Jahren, das Treibhausgas Methan unter Kontrolle zu halten. Wenn das aus dem Ozean rauskäme in die Atmosphäre, wäre es ein völlig anderer Planet Erde, wahrscheinlich ganz ohne sogenanntes höheres Leben. Und ich könnte Ihnen jetzt den ganzen Abend Beispiele nennen von diesen wahnwitzig fantastischen Lebewesen da draußen, denen wir oft noch gar keinen Namen gegeben haben, die aber da sind und für uns arbeiten. Mir tut es manchmal wirklich unglaublich weh, dass wir so viel Wissen haben und dass wir nicht vorankommen mit den großen Lösungen. Wenn wir jetzt in Glasgow anhören, was alle Staaten an Zielvereinbarungen noch mal vortragen, dann wird noch mal bestätigt, was wir eigentlich wissen, dass trotz all des Wissens die Ziele nicht gehalten werden, weil nicht schnell genug der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen kommt. Es tut wahnsinnig weh, sich das vorzustellen. Ich werde da selber hinfahren und sein, weil es auch so ein bestimmter Moment der Geschichte ist, weil unsere Zeit eben abläuft, das zu verändern und unseren Kindern und Enkelkindern eine sogenannte enkelgerechte Zukunft zu hinterlassen. Was dabei auch so weh tut, ist, dass wir gar kein Vermögen gewonnen haben als Menschen, die Natur, das Leben, was eben den Planeten überhaupt lebensfähig hält und macht, denen einen angemessenen Platz, ein Recht auf Existenz zuzusichern. Sie tauchen gar nicht so richtig auf in unserer Wirtschaft. Viele, viele, die überwiegende Zahl der Lebewesen, die eigentlich die Erde gesund machen, die Luft sauber, das Wasser sauber. Als Wissenschaftlerin versuche ich also viel darüber zu sprechen, Bilder zu erzeugen, direkt in die Wohnzimmer der Menschen zu kommen mit den Bildern aus der Tiefsee und der Polarregion. Sie haben vielleicht die Bilder unserer großen Drift-Expedition Mosaik genossen, wo die Wissenschaftler und die Eisbären mit erheblichem Respekt voreinander doch geschafft haben, ein Jahr lang zu forschen. Weil ich habe gelernt, im Gespräch mit vielen anderen Menschen, es gibt viele Menschen, die sich Sorgen machen um diese Zukunft und um alles Leben auf der Erde, ich habe gelernt, dass es eben schon ganz wichtig ist, ein Gefühl zu haben, Liebe zu empfinden, weil das, was man liebt, erst das kann man vielleicht richtig schützen. Aber wir haben auch gar keine Zeit, das jetzt so zu organisieren, dass wir alles dieses Leben kennenlernen, Bilder davon haben, ihm im Namen geben, einen Platz schaffen, sondern wir müssen in der Lage sein, unsere Empathie für die Natur, für das andere Leben auf andere Wege zu sichern und weiterzuentwickeln. Weil es ist ja so, dass kriegen Sie ja alle gerade mit, auch in den Debatten, dass immer davon gesprochen wird, die Zukunft, die wir eigentlich brauchen, eine sein wird voller Verzicht. Und damit ist meistens gemeint, der Konsum, den wir haben, als eine Triebkraft unserem Hunger nach fossilen Brennstoffen.
Und was so wichtig ist, ist zu empfinden, dass der eigentliche Verzicht, den leben wir ja schon jetzt. Wir verzichten jetzt schon auf 70% gesunder Korallenriffe. Wir verzichten pro Dekade auf 13% Meereis, auf dem normalerweise Eisbären und Walrossbabys sitzen. Das Eis schwindet. Was brauchen wir also noch außer dem Wissen, was ich Ihnen gerne anbiete? Wir sind viele Wissenschaftler, wir geben unsere Wissenspakete mittlerweile gar nicht mehr nur in verschlüsselten wissenschaftlichen Veröffentlichungen heraus, sondern wir machen große Synthesen, wo dann in einem Bericht, der vielleicht 100 Seiten hat, aber gleich zehntausende Beobachtungen drin sind, zusammengefasst, synthetisiert, besprochen. Um es einfach zu machen, geben wir dazu auch kurze Statements heraus, die man ganz schnell lesen kann. Mittlerweile sind wir sogar so weit, dass wir Animationen zeichnen, dass wir mit YouTubern zusammenarbeiten, die Übersetzungsleistungen für uns machen. Wir haben das gelernt, dass wir wirklich sehr, sehr schlicht sprechen müssen, so heißt es. Aber vielleicht ist es doch so, dass es um noch viel mehr geht als reines wissenschaftliches Wissen. Ein Historiker, der sagt zu mir, Antje, du musst das nicht so praktisch, quadratisch sehen, Wissen ist nicht gleich Handeln. Denn noch ein Drittel aller Menschen sind ausgeschlossen vom Zugang zu sauberem Wasser, obwohl natürlich jeder weiß, dass sauberes Wasser gut für uns ist. Die Totenzahlen von schmutziger Luft oder Hitzewellen sind gigantisch. Wir wissen das alles, aber es führt noch nicht zu diesem Ruck, den wir brauchen. Was kann zu diesem Ruck führen? Derzeit wird mit uns Wissenschaftlern verhandelt, dass wir es lernen, empathischer zu werden. Also während wir unsere Zahlen vortragen, unsere objektiven Beobachtungen auch gleich Gefühl einzupflanzen, das nahbar zu machen, das, was wir finden und sehen. Wir tun das natürlich, indem wir Angst machen müssen, aber wir müssen auch die Botschaft der Hoffnung verbreiten und wir brauchen Zusammenarbeit mit allen, die jeder kann etwas geben, um die Zukunft zu gewinnen, die eben keine Zukunft des Verzichtes ist, sondern eine Zukunft des Gewinnens, des Netzwerks von Leben, was da draußen ist, was wir nicht kennen. Ein ganz wichtiges Element in all dem geht aber vielleicht jenseits von Wissen, jenseits von Lieben, der Empathie fühlen. Ein Teil davon ist auch einfach, sich eingestehen, wir als Menschen, wir brauchen das Netzwerk des Lebens. Wir können es nicht abschalten und mit Technik ersetzen, das funktioniert nicht. Wir brauchen also unbedingt einen Blick darauf, dass es um Fragen, um große Fragen der Gerechtigkeit geht. Dass wir der Natur ein Recht auf Existenz sichern müssen. Das haben wir nicht. So sagte zu mir einmal ein kleiner Junge, der meinen Vortrag hörte, er verstünde gar nicht, wo die Fische hingehen würden im Ozean, denen das Meer zu schmutzig geworden ist und sich beklagen und vielleicht auch schimpfen und Leute, die das machen, anzeigen. Alle im Raum haben gelacht und der Junge war sehr wütend und hat gesagt, ihr müsst nicht lachen. Ihr nehmt mir meine Zukunft.